Angabe der Bauzeit. Der Eigner schreibt 2 Jahre. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Der Kollege ist sicherlich nicht 2 Jahre, Montag bis Freitag 8 Stunden angesessen und hat das Ding gebaut. Aber von Baubeginn, sprich von Kindlegung bis in Betriebnahme, der Zeitraum dauert jetzt bei ihm 2 Jahre. Der dauert vielleicht bei anderen Kollegen nur 1,5 Jahre oder beim nächsten dauert er dann schon 4 Jahre. Ist auch eine Frage dessen, wie oft kommt er zum Betreiber. Das ist natürlich individuell. Es ist Maßstabsgetreuer Markt.